Herr Hasselfeld für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir uns so manche Reden, die jetzt heute Vormittag gehalten wurden, noch mal vor Augen führen, dann fragt man sich, über welches Land haben die geredet? Haben sie wirklich die Oppositionsredner? Haben sie wirklich über unser Land geredet? Diese Schwarzmalerei, dieses Färben nur in dunklen Farben unseres Landes, meine Damen und Herren, das wird der Realität in Deutschland, das wird den Menschen in Deutschland nicht gerecht. Deutschland geht es gut, hat Frau Göring-Eckardt gesagt. Und sie hat gleich dazu gesagt, das ist eine Illusion. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist es eine Illusion, wenn heute mehr Menschen als je zuvor in unserem Land Arbeit haben und Beschäftigung haben, ihre Familie ernähren können? Ist es Illusion, wenn heute viel mehr Jugendliche einen Ausbildungsplatz, einen Arbeitsplatz bekommen, als das früher der Fall war? Meine Damen und Herren, das ist nicht Illusion, das ist blanke Realität in Deutschland, und darauf können wir stolz sein. Diese 4 Jahre waren erfolgreiche Jahre, denn der hohe Beschäftigungsstand, die niedrige Arbeitslosigkeit, das hängt natürlich zusammen mit einem Fleiß der Bürger, mit verantwortungsvollen Tarifparteien. Das hängt zusammen mit tüchtigen Unternehmern, insbesondere mit einem gesunden, tatkräftigen Mittelstand. Das alles, meine Damen und Herren, hatten wir aber auch in der Zeit, als Angela Merkel die Regierung übernahm. Und damals hatten wir aber von Ihnen nach Ihrer Regierungszeit 5 Millionen Arbeitslose, obwohl wir keine Krise zu bewältigen hatten, weder eine nationale noch eine internationale Finanzkrise. Meine Damen und Herren, an dem Beispiel wird deutlich, es ist nicht egal, wer regiert, es ist nicht egal, wer die politischen Weichen stellt. Diese 4 Jahre waren erfolgreiche Jahre in der Beschäftigungspolitik, das spüren die Menschen. Diese 4 Jahre waren aber auch erfolgreiche Jahre, was den Abbau der Verschuldung der öffentlichen Haushalte angeht. Übrigens in Bayern das Vorzeigeland in dieser Hinsicht, auch in dieser Hinsicht. Aber auch im Bund, das ist angesprochen worden, wir werden im Laufe der nächsten Legislaturperiode, voraussichtlich 2015, nicht nur die Neuverschuldung abgebaut haben, sondern auch schon mit der Tilgung der Altschulden beginnen können. Meine Damen und Herren, das steht nicht auf dem Papier und ist deshalb wichtig, sondern es ist deshalb wichtig, weil wir unseren Kindern und Jugendlichen, denen, die nach uns kommen, nicht Schulden hinterlassen dürfen, sondern weil wir ihnen Chancen hinterlassen wollen, weil wir ihnen Spielräume hinterlassen wollen, mit denen sie ihre eigenen aktuellen Herausforderungen dann in der Zukunft bewältigen können. Das ist unsere Aufgabe, nicht nur für heute zu sorgen, sondern auch für diejenigen, die nach uns kommen, zu sorgen. Erfolgreiche Jahre, aber auch für die Sozialversicherungen. Wir haben, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir mal vor einer Bundestagswahl über gefüllte Sozialkassen diskutiert haben. Wir haben immer diskutiert über Leistungskürzungen, über Zuzahlungen und Ähnlichem. Dass es uns gelungen ist, zum Beispiel für die Krankenhausversorgung, insbesondere in den ländlichen Regionen, noch zusätzlich Mittel zur Verfügung zu stellen in diesem Jahr. Meine Damen und Herren, das ist nicht selbstverständlich, das ist zurückzuführen auf die gute wirtschaftliche Entwicklung und die richtige Politik. Und, meine Damen und Herren, dass es gelungen ist, in der Pflegeversicherung auch erstmals die Demenzkranken mit einzuführen,
mit einzubinden. Auch das ist nicht selbstverständlich gewesen. Da haben wir lange darum gerungen. Und wir wissen alle, dass wir mit der Neuordnung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs da noch einiges vor uns haben. Aber alles der Reihe nach, der Expertenbericht, der Experten. Es wird nicht besser, wenn Sie noch lauter schreien, Frau Ferner. Ich höre Sie auch so. Und wir haben heute schon so viele laute Reden gehört, dass ich nicht der Versuchung unterliegen möchte, dieses genauso zu tun. Und dass es gelungen ist, auch in der Rentenversicherung die Beitragssätze zu senken und damit den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern wieder mehr Spielräume zu geben. Auch das, meine Damen und Herren, war nicht selbstverständlich. Auch das gehört zur sozialpolitischen Bilanz dieser Regierung. Und jetzt ist vorhin in der Debatte mehrfach angesprochen worden, wir werden etwas tun von der ganzen Oppositionsseite zur Entlastung der Kommunen. Meine Damen und Herren, das fällt Ihnen früh ein. Das hätten Sie unter rot-grüner Regierungszeit auch tun können. Da haben Sie nämlich das Gegenteil gemacht. Da haben Sie die Leistung der Grundsicherung den Kommunen aufgebürdet. Sie haben ihnen zusätzliche Ausgaben aufgebürdet. Wir haben das jetzt in dieser Legislaturperiode zurückgenommen. Tatsache ist, dass wir in dieser Regierungszeit mehr als fast 5 Milliarden allein für die Grundsicherung übernommen haben und die Kommunen dadurch entlastet haben. Tatsache ist, dass wir bei der Kinderbetreuung die Kommunen nicht alleine gelassen haben und dass wir sie auch beim Beteiligungspaket für die Bildung bei den Hartz-IV-Empfängern nicht alleine gelassen haben. Das ist faktische Entlastung der Kommunen, weil wir wissen, dass unsere Städte und Gemeinden ihre Einnahmen brauchen, um die eigentlichen kommunalpolitischen Aufgaben zu erfüllen. Wir haben sie dabei nicht alleine gelassen, sondern sogar noch unterstützt. Und das erkennen auch die Kommunalpolitiker vor Ort an. Vier Jahre erfolgreich. Und dann sagt der Kanzlerkandidat Steinbrück, er muss das Ruder rumreißen. Er will jetzt das Ruder rumreißen. Ja, meine Damen und Herren, das Rumreißen des Ruders, das Rumreißen in einer Zeit, in der es erfolgreich läuft, das kann nur sein, wir fahren das ganze Land an die Wand. Und das, meine Damen und Herren, das können wir und werden wir nicht zulassen. Das Ruder rumreißen, das heißt abkassieren mit Steuererhöhungen und abkassieren auf breiter Front. Abkassieren wird dann interpretiert von manchen Sozialdemokraten, wir erhöhen ja nur für einige wenige die Steuern. Wissen Sie, was Sie vorhaben? Für alle, die neu eine Ehe schließen, wollen Sie das Ehegattensplitting abschaffen. Für alle, die Kapitaleinkünfte haben, wollen Sie die Abgeltungssteuer erhöhen. Für alle, die mehr als 64.000 Euro Einkommen haben, wollen Sie die Einkommensteuersätze erhöhen. Für alle mittelständischen Unternehmen, die Vermögen in der Substanz haben mit Maschinen, Park und dergleichen, wollen Sie eine Vermögensteuer einführen. Für alle, Sie wissen genau, dass eine Abgrenzung zwischen privaten und betrieblichem Vermögen so einfach nicht ist und verfassungsrechtlich auch gar nicht möglich ist. Und für alle, die ein Grundstück, ein Haus, einen Betrieb erben, wollen Sie die Erbschaftssteuer verdoppeln. Meine Damen und Herren, was das dann mit 5% oder nur für einige wenige bedeuten soll, das erklären Sie den Menschen vor Ort. Ich kann es nicht erklären. Sie lügen damit die Leute an. Sagen Sie ihnen die Wahrheit, was Sie tun wollen. Unser Kurs, meine Damen und Herren, ist ein anderer. Die Jahre dieser Legislaturperiode waren erfolgreich. Das bestreitet niemand, der die Fakten objektiv betrachtet und die Situation der Menschen auch realistisch betrachtet.
Das bestreiten auch übrigens die meisten Menschen nicht. Das zeigen unsere Umfrageergebnisse ganz deutlich. Deshalb kann die Antwort doch nur lauten, diesen erfolgreichen Kurs fortzusetzen, auf diesem Weg weiter die Schwerpunkte so zu setzen, wie sie jetzt auch waren. Erfolgreich diesen Weg fortsetzen, das bedeutet, auf dem Weg der soliden Haushaltsführung fortsetzen, weiterhin sparsamer Umgang mit den Steuergeldern. Das bedeutet, den Eurokurs fortzusetzen mit der Devise Solidarität ja, aber nur unter Bedingungen mit Eigenverantwortung der einzelnen Krisenländer, weil das Ziel nicht sein kann, eine gemeinsame Schuldenunion mit gemeinsamen Zinssätzen und sonst was, sondern das Ziel muss sein, dass jedes Euroland selbst wettbewerbsfähig wird. Und diesen Druck dürfen wir nicht wegnehmen, sondern müssen ihn aufrechterhalten. Und wir werden dabei diese Länder unterstützen mit diesen Bedingungen. Den eingeschlagenen Kurs fortsetzen, das bedeutet aber auch, weiterhin einen Schwerpunkt in der Familie zu setzen. Meine Damen und Herren, es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dies nochmal deutlich hier zu sagen. Es geht, wenn wir über Investitionen reden, nicht nur um bauliche Investitionen, sondern immer auch um Investitionen in die Zukunft unserer Kinder. Und deshalb dürfen wir alles, was wir in Erziehung, in Bildung, in Innovation stecken, nicht auf die Seite schieben und klein bewerten, sondern das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben den Rechtsanspruch auf einen Kinderkrippenplatz geschaffen und der Ausbau der Kinderbetreuung für die unter Dreijährigen ist zumindest in meinem Heimatland in Bayern großartig gelungen. Wir haben die stärkste Dynamik im Ausbau der Kinderbetreuung, gerade für die unter Dreijährigen. Und wir haben parallel aber auch das Betreuungsgeld. Und das, meine Damen und Herren, das wollen Sie wieder abschaffen. Sie wollen die Familien auch da wieder schröpfen und ihnen etwas wegnehmen. Und ich sage Ihnen ganz noch mal aus voller Überzeugung heraus, dieses Betreuungsgeld ist ein Zeichen dafür, dass der Staat eben nicht einseitig eine Betreuungsform für die unter Dreijährigen nur fördert, sondern auch eine Betreuungsform, die anders entschieden wird von den Eltern, wie auch immer sie entschieden wird, anerkennt und dass dieses auch mit Geldern zum Ausdruck kommt. Wir werden bei der Anerkennung von Erziehungszeiten auch einen weiteren Schwerpunkt setzen, und das ist die Frage der Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung. Auch das war uns ein ganz besonders großes Anliegen. Die Mütter, die vor 1992 ihre Kinder geboren haben, die damals kaum Kinderbetreuungsmöglichkeit hatten, die in aller Regel mehr Kinder als nur eins erzogen haben, dass diese Mütter auch eine bessere Anerkennung ihrer Erziehungszeiten in der Rentenversicherung bekommen. Das ist ein wichtiges Anliegen und das werden wir auch durchsetzen. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich den Erfolgskurs dieser Regierung ganz besonders nah anschauen wollen, wenn Sie sich über die Erfolge der Beschäftigung, der Haushaltskonsolidierung, der Kinderbetreuung, der Bildungseinrichtungen, dem Zustand der Schulen, dem Zustand der Kommunen ein Bild machen wollen, dann kann ich Sie nur einladen, nach Bayern zu kommen. Da haben Sie es nämlich in ganz besonderer Art und Weise. So, und weil ich jetzt am Schluss bei Bayern bin, da möchte ich Ihnen einfach noch auf den Weg geben. Ilse Aigner wird ihre Arbeit hier in Berlin zunächst einmal sie wird sie fortsetzen in einer anderen Verantwortung. In Bayern, liebe Ilse, ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Arbeit hier im Deutschen Bundestag, in der Regierung, für uns alle. Und ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg, viel Freude bei allem, was du künftig in Bayern an Verantwortung übernimmst. So,
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist deutlich geworden in dieser Debatte, wir sind auf einem Erfolgskurs. Wir dürfen diesen Erfolgskurs nicht aufs Spiel setzen. Und diesen Erfolgskurs fortzuführen, können wir nur mit der Fortführung dieser Koalition unter der Führung von Angela Merkel. Ich schließe die Aussprache.